Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil sie sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. Weiter geht's mit Siemens und Siemens Energy. Fangen wir mal mit den Siemens an. Wo ist denn hier? Da. Erstmal die Termine. Traditionell ist Siemens, ich glaube mit Thyssen, einer der ersten, der die Hauptversammlung hat, am 8.2. Und dann bringen sie auch den ersten Quartal 24, weil die rechnet das anders. Und wie gesagt, am 8.2. ist die Hauptversammlung. Früher, also ich hätte so von Anfang der 90er Jahre, konnte man wirklich sich darauf verlassen, dass ab Mitte Januar hatte Siemens die Angestelltenaktien gekauft. Ich weiß nicht, ob die das heute noch so machen, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, die liegen sehr früh mit den Zahlen. Von den Analysten her habe ich nur eine in nächster Vergangenheit gefunden, das war von der Deutschen Bank mit der Basis 190. Das hier ist der Monatschart, ganz klarer Aufwärtstrend. Ja, also 1, 2, 3, 2, 3. Und jetzt sind wir schon wieder auf einen neuen Hoch. Wer meine Filme kennt oder mal bei mir im Kursen waren, der weiß, dass ich war früher, ich glaube für 6 oder 7 Jahre war ich Market Maker für Siemens. Ich bin an denen völlig übersättigt. Ich habe die seit bestimmt über 20 Jahren nicht mehr gehandelt. Ich wüsste auch nicht, dass ich die jemals wieder anfange. Ich habe zu viel davon, also gesehen, gemacht, getan. Ich kann mit denen überhaupt nichts anfangen. Aber es ist völlig wurscht, ich versuche das hier so neutral wie möglich zu machen. Es sieht von der Technik her, auch auf Monatssicht, nach wie vor absolut alles in Ordnung aus. Kann man nicht mecken, New Territories, All-Time High, passt. Auf Wochensicht sind wir schon deutlich, deutlich überkauft. Wir haben hier einen stochastischen Wert von rund fast 99. Und zwar sind wir überkauft seit diesem Zeitpunkt hier, das ist der 20.11. auf Wochensicht. Ja. Das ist viel. Hier über das MACD, durch die letzten 3 Wochen, wo sie nicht wirklich nennenswert weitergekommen sind, bekomme ich hier so eine kleine Abschwächung rein. Man muss eins wissen, 1% in Siemens sind 8 Punkte im DAX. Und diese letzte Bewegung von DAX, von den 2100 Punkten bis Freitag, davon alleine sind 336 Punkte den Siemens geschuldet. Nur, dass man das mal im Hinterkopf hat. Zum Vergleich, 1% in SAP sind 10 Punkte. SAP ist ja größer als Siemens. Also von der Wochensicht her muss ich sagen, das wird jetzt ein bisschen weicher, All-Time-High hin oder her, gefällt mir nicht so. Dann jetzt der Tag. Das hier war das Tief, als die Probleme gab mit Siemens Energy, als die von einem Tag von, ich glaube es war 13, auf 6,5 gefallen sind. Das hat Siemens richtig Geld gekostet. Jetzt sind die Siemens Energy, die kommen als nächsten, sind ein bisschen wieder gestiegen, haben korrigiert, alles in Ordnung. Ich kann diese Bewegung hier, das sind rund 40%, ich kann die nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Gute Zahlen hin oder her, Analysteneinschätzungen hin oder her, aber das ist zu viel. 20, von mir aus 30 hätten sie auch getan. Ich halte diese Bewegung für zu schnell, zu viel, zu hoch, für relativ untypisch für Siemens. Wir gelten seit diesem Punkt hier, da sind wir bei 129, gelten wir als überkauft. Und zwar seit dem 6.11., das sind jetzt 7 Wochen. Aber nicht den Hauch einer Schwäche. Jetzt kommt diese Schwäche hier so ein bisschen rein über die traditionelle Sichtweise und auch über das MACD hier.
Sie tendieren seitwärts. Ich denke, dass Siemens nach dieser Bewegung hier von 119 auf die 170, ich runde jetzt komplett leicht, ja, diese 51 Euro, das ist auch für eine Siemens zu viel. Die müssen atmen, die müssen ein bisschen korrigieren. Wenn ich mir überlege, bis wohin die korrigieren können, da komme ich hier, also auch mit den Retracements, komme ich auf einen relativ großen Bereich. Der liegt zwischen 200-Tage-Linie 146, also es geht los von oben runter bei 151, dann habe ich hier die 200-Tage-Linie und dann die 144 als 50er Retracement. Ganz sogar, das ist also eine riesengroße Zone hier, das ist wirklich fett. Aber die müssen erstmal runter. Vielleicht, ich gebe ihnen noch 3, 5, 6 Euro, alles fein. Aber ich denke, die sind reif für eine Konsolidierung im Sinne von hier irgendwo im Bereich 140, 145 runter. Das sollte kommen. Ich bereite mich folgendermaßen darauf vor. Ich habe zwei Scheine. Der eine ist der Call 135er. Damit sind wir also unter dem 61er Retracement. Aber den fasse ich erst an, oder vielmehr gucke ich mir näher an, nachdem ich ihn jetzt auf die Watches gepackt habe, wenn wir irgendwo hier in diese Zone reingekommen sind. Das ist im Moment ein 4er Hebel, den würde ich also nie jetzt kaufen. Was mir allerdings ins Auge gestochen hat, ist dieser Schein hier, das ist ein 190er Put. Und den werde ich genauer anschauen, also hier ist die Kennnummer, werde ich genauer anschauen, wenn wir unter diesem Niveau sind, unter 163. Dann hätten wir nämlich Schlusskurs. Dann hätten wir auch die 20-Tage-Linie unterboten. Das ist die Geschichte, die schaue ich mir an. Der hat im Moment einen 8er Hebel. Den kann man auch zur Absicherung, wenn einer hier irgendwo gekauft hat, kann man den zur Absicherung nehmen. Ich werde allerdings, wenn das jetzt relativ schnell geht und die Technik erst langsam anfängt zu fallen, behalte ich mir das Recht vor, auch zu sagen, statt einem 190er nehme ich einen 180er ein, der oberhalb des Bandes liegt. Schon mit ein bisschen Abstand. Nochmal, ich gebe den durchaus nochmal 4, 5, 6 Euro. Überhaupt keine Frage, aber ein Long von Siemens auf dem Niveau, das sehe ich nicht. Also wenn dieser Punkt hier, die 163, unterboten ist, A, Chart, B, 20-Tage-Linie, rechne ich damit, dass wir irgendwo hier in diesen Bereich reingehen. Und dann nehme ich mir auch einen 180er Put. Den werde ich dann vielleicht mal wieder machen, nach mehr als 20 Jahren vielleicht mal wieder Siemens und dann Put. Ich mag sie auf diesem Niveau nicht. So, dann haben wir als nächstes jetzt die Siemens Energy. Die Zahlen werden auch sehr früh gemacht. Das ist am 22.02. ist der Termin für die Hauptversammlung. Und schon am 7.02., ähnlich wie bei Siemens, gibt es den Q1-Bericht. Was ich so herausgefunden habe, ist zum einen, ich habe in näherer Vergangenheit keine, wie ich meine, sinnvollen Analysen gefunden, Kurszielen oder sonst was habe ich nicht gefunden. Was ich gefunden habe, das ist sowas hier, Cube Research steigert Short Engagement. Es sind 3,5% Shorts auf Siemens Energy. Dieser Wert war der schwächste Wert im DAX auf Jahressicht mit minus 32,17%, gefolgt von Bayer mit 31,18%. Nur weil etwas viel gefallen ist, heißt es noch lange nicht, dass man es kaufen muss. Ich finde, das ist mein Problem. Wir haben momentan eine Regierung, die, ich möchte nicht sagen spektakuläre, aber sagen wir doch mal überraschende Entscheidungen trifft. Ja, da wird alles mit heiser Nadel gestrickt. Siehe die Umweltprämien für die E-Autos. Dann hieß es ja, als die Siemens Energy, ich kriege leider keinen Monatschart hin. Ich kriege nur hier einen Tageschart hin. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Wir nehmen uns einfach mal diesen Teilbereich hier raus. Von hier, das war Juli, ne? Ja genau, Ende Juni. An diesem Tag hier, an dem sie so heftig viel verloren hatten, was richtig böse war, das hat mich also auch erwischt. Ich habe gedacht, so um die 10,5, 11 ist eine Unterstützung, ist ein Boden. Und ich habe extra Scheine genommen, die weiter weg waren, 7er. Und dann hat der Emittent der Scheine meiner Wahl gar nicht mehr die Scheine aufgemacht. Also sehenden Augens gingen die von 9,5 runter, ich glaube bis, war das 6,5? Ja, hier ungefähr 6,5. Und die wurden gar nicht mehr aufgemacht. Also das war sehr, sehr ärgerlich, muss ich schon sagen. Das war der Punkt, hatte ich eben gedacht, da waren die Siemens 119, 120. Und die Siemens sind dann 40% gestiegen auf eben die 170, die wir hatten. Und das ist die Performance von den Siemens Energy. Also das war, der Tag war bitter.
Ja, war wirklich bitter. Jetzt diese ganzen Firmen, Nordex, Vestas, Siemens Energy, die wurden insbesondere Siemens Energy, wie wurde sie genannt? Transformationsgesellschaft? Gab das was Wort und der Staat gleich, ah, hier schmeißen wir die auch noch ein paar Milliarden hinterher. Ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde die Arbeit nicht besonders profitabel. Also, das ist mein Eindruck. Aber ich habe jetzt die Bilanzen nicht ganz durchgeschaut. Das wird sehr spannend werden, die Hauptversammlung. Das ist nicht schön. Das sind also keine Aktien meiner Wahl. Ich werde also hier auch weder Calls noch Puts nennen. Das traue ich mich nicht. Ganz ehrlich, das ist mir, wenn der Hampel-Regierung irgendwas Lustiges wieder einfällt, dann sind sie minus 20% oder vielleicht auch plus 10 oder 15. Ich traue mich an die Dinger nicht ran. Die sind bei mir völlig außen vor. Aber zurück zum Chart. Ich habe hier eine, wie ich denke, doch recht wichtige Widerstandszone. Das ist hier so um die 13,5. Das kommt von hier hinten, wird hier überall bestätigt. Vor dem Hintergrund, vielleicht gehen sie hoch auf die 13,5, aber muss man schauen. In der Zwischenzeit fällt die 200-Tage-Linie deutlicher. Da sollten sie nicht so ohne weiteres drüber gehen. Wir haben eine insgesamt hohe Technik. Vor dem Hintergrund dieser letzten Bewegung hier von 10,20 auf 12, wo waren sie jetzt am Freitag, auf rund 12. Deswegen ist es schon hoch. Ein echtes Verkaufssignal habe ich nicht. Wir bekommen hier, das mache ich mal näher ran, Moment, hier ist auch dieser Widerstandspunkt, der zweite Widerstandspunkt um die 12,21. Ja, also negativ würden Sie unter 10. Positiv werden Sie bei mir erst wirklich positiv über der 13,70. Nochmal, da halt, ich halte mich raus aus den ganzen. Ich mag Nordex lieber, also als Firma, als Aktie mag ich Nordex lieber. Aber die sind so sehr dem Willen der Regierung, den Entscheidungen der Regierung ausgeliefert. Für mich ist ein Investment da, wenn es gut geht, glaube ich eher zufallsbedingt. Also ich halte mich da völlig raus, wünsche Siemens Energy viel Spaß im nächsten Jahr. Aber nochmal, nur weil etwas tief gefallen ist, heißt es noch lange nicht, dass es günstig ist und wieder steigt. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen.